das ist vor allen Dingen bei chronisch vernachlässigten Kindern, die gehen nicht mehr ins Schreien. Die gehen sofort in die Dissoziation. Das haben sie später auch dann bei den erwachsenen Patienten. Die dissoziieren sofort, die schreien sie nicht an oder schreien um Hilfe, sondern die gehen sofort in die Dissoziation. Also insofern ist es erstmal am Anfang der Schrei um Hilfe. Innerlich ist ja die Übererregung weiter. Das ist ja eben dieser Wahnsinn mit Parasympathikus und Sympathikus-Erregung, Übererregung. Aber das Kind zeigt das nicht mehr, das schreit nicht mehr und Sie sehen nur noch das dissoziative Verhalten, das können Sie nur noch beobachten. Dass da innen drin sozusagen die Hölle los ist, das sehen Sie nicht. Die sind gleichzeitig übererregt und weggetreten, sozusagen, also schlicht aus.